Dynamo TV aus dem Wintertrainingslager in Marbella wird Ihnen präsentiert von Verticalis, Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Gut, kann losgehen. Neues Jahr, neuer Look, neuer Bart und neue Brille. Was steckt hinter der Typveränderung von Marvin Stefaniak? Was ist denn das für eine Frage? Ja, was soll dahinter versteckt sein? Ich finde, er wirkt dadurch sehr intelligent. Er kombiniert das Sportliche mit dem Hoodie und mit dem Cap sehr gut mit seiner stilsicheren Brille. Man tut ja was für sein Aussehen und mir gefällt es, meiner Freundin gefällt es und deswegen macht man es am besten oder das Beste aus sich. Die Mannschaft wird hart an sich arbeiten. An Teambuilding-Maßnahmen denkt Uwe Neuhaus dabei ganz sicher nicht. Überhaupt nicht, nee. Also die Gruppe ist vorhanden, die braucht man nicht bilden. Da braucht man sich keine Gedanken machen. Sachen packen und los ging es am Donnerstagabend in Dresden. Raus aus dem Winterland, der Sonne entgegen. Am frühen Freitagmorgen hob die Mannschaft dann endlich von Berlin ins Wintertrainingslager nach Spanien ab. Ja, wir sind, glaube ich, 4.45 Uhr los und ich glaube, jeder hat das bis zum Ende versucht auszunutzen, die Zeit. Und ich glaube, bei Stefan und mir sind es 4.30 Uhr gewesen. Ich habe weniger Probleme aufzustehen, wenn es sein muss. Bei mir hat der Wecker um 3.45 Uhr geklingelt. Ich habe morgens gern ein bisschen länger Zeit, trinke gemütlich meinen Kaffee. Vielleicht brauche ich auch ein bisschen länger im Bad, ich weiß es nicht. Nee, ich habe da grundsätzlich keine Probleme, morgens aufzustehen. Mit 27 Spielern ist Dynamo nach Marbella gereist. An der Mittelmeerküste bereiten sich die Schützlinge von Uwe Neuhaus in den kommenden 9 Tagen bei Sonnenschein, milden Temperaturen und perfekten Rasenplätzen auf die Rückrunde in der zweiten Bundesliga vor. Ja, ich glaube, jeder freut sich, dass wir endlich... Ja, hier oben kann man schon fast spüren, es geht Richtung Sonne und knappe Stündchen sind wir da. Grüne Rasenplätze, gute Laune und natürlich auch die Bereitschaft, hart zu arbeiten. Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja grundsätzlich eher so ein Sommerkind, bin gerne in der Sonne und die Bedingungen dort werden super sein. In Dresden hatten wir ja jetzt kein so gutes Wetter, würde ich mal sagen, wobei die Plätze nicht hart waren, weil die Rasenheizung ja lief und der Schneeboden auch ganz weich war, aber wir können einfach anders arbeiten und besser arbeiten und uns mehr auf das Fußballerische fokussieren und uns da wieder weiterentwickeln und bestmöglichst vorbereiten auf die letzte Woche dann vorm Rückrundenstart. Ein bisschen Wehmut war mit an Bord nach Spanien. Für Marvin Stefaniak wird es als Fußballprofi vorerst das letzte Trainingslager mit Dynamo Dresden sein. Der hochveranlagte Offensivspieler wechselt nach dieser Saison zum Bundesligisten VfL Wolfsburg. Ja, ich werde das auf jeden Fall das letzte Trainingslager hier genießen mit Dynamo Dresden. Es wird halt schwer fallen, die Jungs, die ich kennengelernt habe hier und allgemein den ganzen Verein und so, wird schwer halt zu verlassen. Ich glaube, das kann man mir sehr gut abnehmen, weil ich ein Mensch bin, der alles sich sehr zu Herzen nimmt. Und ansonsten nehme ich mir natürlich sehr viel vor. Ich will die letzten Spiele sehr gut für Dynamo Dresden bestreiten und das Beste nochmal für den Verein, für mich rausholen. Und dann werden wir sehen, was passiert. Aber ich glaube, ich habe ein ehrliches Gesicht und ein ehrliches, oder kein Pokerface, so als ich. Jeder kennt mich ehrlich. Ich zeige immer meine offene Art. Und dadurch werde ich einfach zeigen, dass ich einfach ein Dresdner Kind immer bleiben werde. Und ich werde die letzte Zeit jetzt, wie ich schon sagte, extrem genießen. Marvin und die anderen Jungs werden aber nur während der trainingsfreien Zeit zum Genießen, Durchatmen und Abschalten kommen. Denn auf die Mannschaft warten harte und kraftraubende Trainingsinhalte in Marbella, um die Grundlagen für eine erfolgreiche Rückrunde zu legen. Naja, ein bisschen Reisetag noch, zweiter Tag nach dem Spiel. Wir werden uns ein bisschen an die Bedingungen gewöhnen, werden natürlich auch den Ball dazu nehmen, das ist absolut Schwerpunkt jetzt die nächsten Tage. Ein bisschen Spaß haben müssen wir auch dabei. Heute geht es noch nicht richtig zur Sache, morgen früh
glaube ich, kann man mal ganz bedingt kommen.